Deichfumms Folge 41 hier im Wohnen im Westweserstadion. Lars, Wahnsinn, ne? Was wir heute alles vorhaben. Aufsichtsratswahl war, der Kader steht, Transferfenster ist dicht. Und, hast du gehört, Felix Wiedwald ist heute bei uns zu Gast. Der Felix Wiedwald. Kann so ein bisschen was zur Torhüter-Diskussion sagen, sicherlich. Er sollte jetzt eigentlich schon da sein. Wollen wir mal gucken, wo der ist. Guck mal nach. Manchmal sieht man ja den Wiedwald vor lauter Bäumen nicht, ne? Ich würde sagen, ich habe da einen Trick. Pass auf, wir gehen mal los. So, dann gucke ich hier mal raus. So, mein Trick vollermaßen. Aufsichtsrat! 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 Wusste ich's doch. Wie man in Wiedwald ruft, so schallt es wieder heraus. Dicht am Deich die Weser runter, das Ziel fest im Auge. Immer Kurs auf Grün-Weiß. Hier ist Deichfumms. Volle Dröhnung fundiertes Fußball-Halbwissen. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze. Aber sonst? Viel Spaß. Geht los jetzt. Und damit herzlich willkommen. Deichfumms Folge 41. Hier im Wohnen im Westweserstadion. Ich bin Timo Strömer von der Deichstube. Mir gegenüber sitzt der Frank Baumann von FUMS. Zuletzt ein bisschen angeschlagen, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommt die zweite Luft. Lars Krankamp. Hi, moin, Lars. Grüß dich, Timo. Wir haben richtig was am Start heute. Viele Themen. Mitgliederversammlung, neuer Aufsichtsrat, Transferfenster ist dicht. Erserkannter Sieg. So sieht es nämlich aus. Also wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Hast du Bock? Total. Ja, cool. Noch mehr als sonst. Auch sehr glaubwürdig, das Ganze. Ja, fangen wir doch mal so an. Transferfenster ist zu. Und schon vorher 3:0 gegen FC Hansa Rostock. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wird eine schwierige Saison. Ich bin mir sicher, Werder steigt auf. Das ging schnell, ne? Ja, ja. Fähnchen im Wind. Das Erste, was ich mir gedacht habe, war zum Glück, mich freut es noch mehr für Timo als für die Mannschaft. Absolut, ja. Kann ja nur noch nach oben gehen jetzt. Ja, mal endlich wieder richtig geile Hütten bei Werder. Die gibt es ja sonst fast exklusiv bei unserem strategischen Partner Florian Wellmann Immobilien. Offizieller Immobilienmakler ist SV Werder Bremen. Einziger Unterschied, die geilen Hütten von Werder Wellmann könnt ihr kaufen, bei Werder hoffentlich nicht. Ja. So, ne? Wollen wir mal mit einem kleinen Heringedeck starten? Sehr gerne. Ich mach mal auf. Und wir haben beim letzten Mal... Während ich hier aufmache, kann ich einfach weiter erzählen. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, ob Werder womöglich nicht mehr sexy genug ist. Stimmt. Und haben gesagt, das ist alles noch so ein bisschen früh, ne? Das zu bewerten. Und wir haben auch darum gebeten, Geduld, Freunde und Freundinnen. Transferfenster war damals ja noch nicht dicht, jetzt ist es dicht. Ja, ich reiche doch schon rüber, entschuldige bitte. Wir können ja heute drüber sprechen, wie zufrieden wir mit dem sind, was Baumann abgeliefert hat. Cheers. Ja, sollte man mal drauf gucken, ne? Drauf gucken. Machen wir sofort. Hier, guck mal, noch ein kleines zum Herrengedeck. Hört ja auch der Shorty, ne? Wohlsein. Freue mich, dass wir hier wieder beisammen sitzen. Der ist ja mal richtig lecker. Ah. Toll. Ja, toll. Also, Frankie Baumann auf dem letzten Drücker noch Mitchell Weiser verpflichtet. Ausgeliehen vom Bayer 04 Leverkusen. Und wir starten mal mit einem O-Ton von der offiziellen Vorstellung. Und da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Es wollte mich keiner sonst. Also wirklich jetzt. Also es gab keine anderen Angebote. Ich hatte auch schon abgeschlossen mit einem Wechsel eigentlich, weil am Tag davor noch einige Absagen kamen. Und das mit Bremen war aus dem Nichts, dass dann so gekommen ist. Ja, passt, finde ich, sehr gut, weil, ich denke, dass zwei Komponenten sind, die mehr wollen und einfach spielen wollen. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich zu jedem Zweitligist gewechselt wäre, aber wie gesagt, Bremen ist für mich kein Zweitligist und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Und ja, ich denke, dass hier ein großer Verein ist eigentlich und also ist ein großer Verein. Ja. Und wäre ein großer Verein. Ja. Mitchell Weiser. Keiner wollte ihn. Dann eben Werder. Das kann er auch nicht sagen, oder? Nicht so richtig viele gemeldet sonst. Ne? Das kann er auch nicht machen. Oder das ist doch auch nicht im Sinne vom SV Werder Bremen und das ist auch nicht im seinen Sinne, sich da so klein zu machen. Sag doch mal was. Ja, ich finde das gut.
Ich fand es sofort gut. Ich finde es, bringt eine gewisse Ehrlichkeit mit sich, wo ich sage, irgendwie klar, sagst du, sind ja noch ein paar andere Dinger drin. Das ist ja eigentlich ein Kunstwerk, dieses komplette Statement eigentlich. Und in dem Fall, ich finde das wirklich, wird das jetzt nicht überraschen. Erfrischend ehrlich auf jeden Fall. Es ist auch lustig. Also wenn er damit umgeht, er muss damit umgehen können, dass man es auch lustig findet, weil es ist halt wirklich eigentlich wirklich unbedarft. So, ne? Aber meins gab direkt einen ersten Rüffel. Meins, er hat schon 10.000 Strafe bezahlt, bevor er das erste Mal hier auf den Rasen gegangen ist. Ich weiß es nicht. Kann sein, ne? Kann natürlich sein. Also er nimmt ja mit, wo es geht. Also insofern. Ich fand es unglücklich. Sagen wir mal unglücklich. Ja. Aber auf der anderen Seite eben auch erfrischend ehrlich. So, was machen wir jedes Mal hier? Aufstellung angucken. Ne? Und jetzt ist sie endlich fertig. Jetzt ist die Aufstellung finalisiert. Und wir fragen uns natürlich in dieser Folge, was kann das neue Werder Bremen? Und dazu gehört natürlich auch die neue Mannschaft. Aufsichtsrat und so weiter. Machen wir alles noch. Machen wir alles später noch. Aber erstmal hier sportlich werden. Wir schauen mal auf die Aufstellung. Und legen mal los. Kurz schlucken, ne? Im Tor. Schon brisante Personalie. Michael Zetterer hier in der Elf, Ersatz Jiří Pavlenka. Da können wir nachher noch mal intensiver drüber sprechen. Ja, sieht komisch aus, ne? Wenn das da so steht. Es ist, glaube ich, für Jiří jetzt nicht optimal gelaufen. Aber Zetti hat das ja zuletzt auch gut gemacht. Komm, wir hacken die einmal so durch, genau. Und dann picken wir uns noch einzelne Baustellen, die ja eigentlich keine Baustellen mehr sind. Nein, das ist keine Baustelle, das ist alles geschlossen. Hinten rechts Felix Agu, Ersatzmann Manuel Mbom. Daneben in der Innenverteidigung Milos Veljkovic. Lars Lukas May als Ersatz. Daneben wiederum Ömer Toprak mit Ersatzspieler Anthony Jung. Der kann natürlich auch hinten links spielen. Hat er zuletzt auch. Da haben wir jetzt aber Marco Friedl hingestellt. Sofern er den Bock hat. Das ist ja on-off quasi. Da muss man mal sehen. Genau. Und als Ersatz Kion Park. Ja, bisher noch nicht in der Startelf. Für mich weniger Eier, die ich zu schlucken habe. Wer die anderen Folgen nicht gesehen hat, versteht da gerade null. So, kommen wir zur 6. Das ist tatsächlich noch eine Baustelle, glaube ich. Wirst du mir gleich sagen. Da steht hier Nikolai Rapp als Ersatz Christian Groß. Ja. Ruhef kann das auch spielen. Ist auch ein bisschen jünger. Daneben Neuzugang Mitchell Weiser auf der 8 rechts. Ersatzmann Romano Schmid. Warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Links Niklas Schmidt, the one and only. Ist ja klar. Und in der Offensive auf dem rechten Flügel Roger Assalé. Ich dachte erst Roger S. Ale. Mhm. Ist aber Quatsch. Roger Assalé als Ersatzmann Erin Dingschi. In der Zentrale Marvin Mega Duksch. Und dessen Vertreter Niklas Füllkrug oder auch Nick Woltemade. Und links Leo Bittencourt. Hoffentlich bald wieder fit. Und sein Vertreter Nankishi. Ist doch erstmal eine geile Elf. Weil nämlich auch die wertvollste Elf in der gesamten zweiten Liga. Ja. So, und damit. Das wird man in Hamburg nicht gerne hören. Tatsächlich nicht, aber das ist uns ja egal. Damit Frage: Muss es der Anspruch sein, auch direkt wieder hochzugehen? Weil Geld schießt dann ja vielleicht doch Tore. Oder nicht? Sag doch mal was. In der nominellen Zielsetzung würde ich sagen, musst du damit den Wiederaufstieg anpeilen natürlich. Tun wir seit gestern ja auch alle. Also, viel passiert in den letzten Tagen. Aber würde ich sagen. Also kannst du dich zumindest, machst dich wahrscheinlich schon angreifbar, wenn du das jetzt nicht auch irgendwie formulierst. Aber du kannst ja nicht die teuerste Mannschaft der Liga dahinstellen und sagen irgendwie so, ja, wir gucken wir mal, wann das die nächsten Jahre sind. Ist was dran. Jetzt haben wir das beim letzten Mal, in der letzten Folge, ich wäre da Bremen, aber ich auch von dir angestachelt, glaube ich. Bestimmt. Ganz schön klein geredet, weil ich nämlich das Gefühl hatte, aber man mag es mir bitte verzeihen. Ich bin da ein Fädchen im Wind, das ist völlig korrekt. Aber nach diesem 1:4 gegen SC Paderborn 07 war ich wirklich desillusioniert und auch ein bisschen down. So, und jetzt dieses 3:0 gegen FC Hansa Rostock. Ja, da stehe ich wieder da und sage, Mensch, super. Ja, ja. Super, das ist auch nicht ganz einfach für mich. Ja, also ja. Diese Ups and Downs, so wenn man so eng auch zusammen quasi zusammen lebt, würde ich fast sagen, wie wir, das ist nicht einfach. So, jetzt wurden wir da auch darum gebeten, wir kommen ja später noch zu den User-Fragen, User-Statements, dass wir mal eine Prognose abgeben, wo denn Werder jetzt am Ende der Saison landet, mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader. Da konnten wir uns letztes Mal ja noch sehr, sehr gut drücken. Ne? Ja, was sagst du denn? Ich will es vorsichtig formulieren, weil
wenn Werder jetzt gegen Ingolstadt das nächste Spiel vielleicht 1-1 spielt, dann bin ich ja der Erste, der wieder sagt, pff, oh ja, ich glaube, das muss ich ja. Ja, aber das ist ja auch traditionell und sowieso, glaube ich, bei allen Tipps, auch bei anderen Menschen so, dass man die jetzt nicht jede Woche wieder verändert. Insofern, der bleibt ja. Auch wenn wir nächste Woche wieder verlieren gegen Ingolstadt. Also. Dann sage ich Platz 6. So, mal ganz deutlich. Du sagst Platz 6? Ja. Ja, dann sage ich 5. Ja, super. Ja, ich habe gerade noch mal drauf geguckt. Gut, bleiben wir also ein bisschen vorsichtig. Oben mitspielen muss sein. Aufstieg, Wiederaufbau steht vor dem Wiederaufstieg. Ja. Warten wir, wie sich das Ganze entwickelt. Aber was sagen wir denn jetzt zur Transferphase, zur abgeschlossenen? Weil wir haben ja auch drüber gesprochen. Wiederhole ich mich. Bitte Geduld. Und jetzt ist die Geduld aufgebraucht. War die letzte, als wir das letzte Mal hier zusammen gesessen haben, war so gerade so der Höhepunkt des Baumann-Verkloppens und glaube ich gerade die Gepfeife und Verhöhne hier im Stadion irgendwie gerade durchgelaufen und so weiter. Das ist ja jetzt wieder die andere Welt. Wie hat es Fibri gesagt, hat richtig in die Fresse bekommen. Der Frank Baumann hat richtig in die Fresse bekommen. Ja. Dafür, dass er quasi, was war der, ich weiß den Otto nicht mehr, aber dass er halt keine Leute gekauft hat in einer Zeit, wo er eigentlich auch gar keine kaufen konnte, weil er überhaupt gar kein Geld hatte. Richtig, so. Richtig. So, und jetzt haben wir diese Elf hier stehen und man könnte festhalten, dass Frank Baumann, Clemens Fritz und Co. mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, einen ganz ordentlichen Job gemacht haben. Kann man natürlich auch anders bewerten, aber Roger Assalé noch zu holen und Mitchell Weiser, von dem ich glaube, dass der hoffentlich eine Hilfe sein kann und auch Marvin Ducksch. Pass auf, du hast Park, Rapp, Jung, Mai, Assalé, du hast Nankishi, Ducksch. Das ist, was soll ich dazu sagen? Also gemessen, eigentlich müssten wir ja, wir sprechen ja später noch über die Mitgliederversammlung gestern, da ging es ja auch viel ums Finanzielle. Und um es kurz zu sagen, da hat der Kollege Filbri natürlich völlig recht, dass Frank Baumann sehr, sehr lange in einer Phase war, in der er nur gucken durfte, aber nicht anfassen, weil da so ungefähr so groß irgendwie die Insolvenz am Horizont hinter ihm schwebte. So. Insofern, ich glaube, also ich gucke drauf und sage, das ist eine total ordentliche Transferphase gewesen jetzt nach Abschluss. Mhm. Also finalisiert in den letzten zwei Wochen wirklich eine Menge passiert. Und ich meine, haben wir gerade gesagt, die teuerste Elf der Liga steht da jetzt. Die ist zur Hälfte verstärkt worden. Ich meine, wir haben natürlich hinten, es ist natürlich viel so gelaufen, dass ich glaube, dass wir gerade in der Abwehr einige Spieler da jetzt noch stehen. Da wäre keiner der Betreffenden, weder die Spieler noch die Funktionäre davon ausgegangen, dass die gegebenenfalls in dieser Saison noch wieder da spielen. Richtig, so. Und der eine oder andere Spieler hat das ja auch anders gesehen. Absolut, ja. Friedel! Ja gut, über Friedel, aber Ist jetzt noch da. Ja, was, wollen wir kurz das Friedel-Thema anreißen? Ja, können wir machen. Uncoole Aktion, hat jetzt aber irgendwie, hat so semi-sorry gesagt, ne? Also irgendwie so richtig deutlich war es ja nicht. Super uncoole Aktion, aber kannst ja nichts machen, wenn der Spieler sagt, das hatte natürlich mit Streik nichts zu tun, dann wird das so sein. Ich habe am Anfang, ich habe natürlich mit dem Kopf geschüttelt irgendwie, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass man jetzt diese Dinge hört, das hört man ja schon vermehrt so. Ich habe mich halt gefragt, du bist ja das beste Beispiel dafür. Die Leute vergessen ja schnell. Mhm. Ja, das kann ja in zwei Wochen. Wenn du jetzt auf den Platz gehst und da Leistung bringst und irgendwie dann noch vielleicht ein paar nette Worte sagst im Sinne von, habe ich Scheiße gebaut. Ja, genau. Oder nicht nur hier, sondern habe ich halt irgendwie Scheiße gebaut. Irgendwie, aber Transferphase ist auch irgendwie hitzig. Das ist auch für uns Spieler nicht einfach. Irgendwie, da stehst du auch unter Druck. Vielleicht noch ein, zwei schlechte Ratschläge gekriegt und so. Und schwupp saß ich da und habe gesagt, ist schlecht am Wochenende. Wenn du das irgendwie damit noch irgendwie so als Beiwerk hinzugehst, dann glaube ich, dass das in zwei Wochen komplett gegessen ist. Ich finde es so, wenn du dich so ein bisschen so aus der Affäre ziehst und sagst, ja, aber ich habe ja nie wirklich mit Streik, hatte das ja nichts zu tun und so weiter. Ich glaube, dass dir das schon nochmal wieder auf den Zettel geschrieben wird, wenn du jetzt wirklich da eventuell Schwierigkeiten hast, die Leistung irgendwie auf den Platz zu bringen. Also ich glaube, man macht sich selbst das Leben schwer, aber so oder so, seltsam. Seltsam fand ich es auf jeden Fall, egal. Mindestens seltsam. Und ich glaube auch, man hätte tatsächlich sich einfach auch hinstellen können, sagen können, scheiß Aktion, tut mir leid, dicke Sorry, ich war nicht ganz bei mir, aber ich mache demnächst vielleicht mal ein Tor, wenn es cool läuft. So, also wäre ja auch irgendwie eine Maßnahme gewesen. So, also Friedel bleibt, Toprak bleibt. Da sind einige Spieler dabei, von denen man das vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Und eben auch ein paar durchaus interessante Zugänge, nennen wir es mal so.
ich glaube, dass Werder da tatsächlich eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt hat. Und das, ja, absolut. Abstiegskampf können sie nicht, aber vielleicht Aufstiegskampf. Ja, ne? vielleicht Aufstiegskampf. Und wir haben in der Deichstube mal gefragt, wie denn die Fans die Transferphase des SV Werder Bremen benoten. Schulnoten 1 bis 6. Und wir erinnern uns nochmal, Frank Baumann hat richtig in die Fresse bekommen. Das Blatt hat sich so ein bisschen gewendet. Also da sind ja, die Fans mitunter dann doch versöhnlich. Wir schauen mal eben rauf und sehen da, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen die Note 3 vergeben hat. 34,95%, knapp 20.000 Teilnehmer haben wir Stand jetzt. Also eine 3, Note 2 sogar 31,88%, Note 6, lächerlich, diesen Kader habe ich mir ganz anders vorgestellt, nur 2,63%, Note 1 auch nur 3,77%. Also es bewegt sich zwischen 2 und 3, sagen wir also 2 minus, sagen die, oder 3 plus, sagen die Umfrageteilnehmer. Würdest du das auch so bewerten? Ich kann das nicht bewerten. Ich kann nicht den teuersten Kader der Liga, dem kann ich keine 3 geben. Andererseits kann ich mich nicht jetzt hinstellen, wenn es viel besser als 3 wäre, dann könnte ich sagen, 6. Platz und ja, aber es hat einen Bombenkader. So, ne? Also das passt, also ich finde diese... Nee, hier passt ja vieles nicht zusammen. Ich will ja eben, und ja. Ich will da ja auch nicht das Medium jetzt kritisieren, ja. Für diese Umfrage. Ne? Das, wer bin ich denn? Also, hier im Wohn- und Westweserstadion werden übrigens offensichtlich gerade die letzten Senfreste noch weggespült von der Tribüne. Von der Mammutveranstaltung. Knapp 10 Stunden Mitgliederversammlung. Ja. Also wenn das hier so ein bisschen dröhnt, können wir nichts für. Ich soll noch mal aufpassen, da liegt vielleicht noch der ein oder andere. Sehr, sehr lange Veranstaltung. Lass uns noch mal eben kurz rein. Jetzt kommen die hier wirklich mit dem Laubbläser lang. Ne? Ja, Wahnsinn. Es haben wir offensichtlich ein sehr gutes Timing. Lass uns noch mal eben reinhören in diesen O-Ton von der Mitgliederversammlung, in dem Klaus Filbri, Werder Boss, Frank Baumann in Schutz nimmt und Frank Baumann auch selbst sagt, naja, also ich mache das hier nicht, weil ich es machen muss, Freunde. Mein Kollege Frank Baumann, und ich sage das so deutlich, hat in die Fresse bekommen, weil er nicht bereit war, Transfers zu tätigen in einer wirtschaftlich unsicheren Phase. Und er hat das im Interesse des Vereins gemacht. Die Kritik der letzten Wochen und Monate ist natürlich nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe sowohl die Baumann-Rausrufe ebenso wahr und aufgenommen, wie die kritischen Beiträge in den sozialen und klassischen Medien. Ich stelle mich dieser Kritik und übernehme auch Verantwortung. Ich brauche diesen Job aber nicht. Ich bin finanziell unabhängig und wer mich kennt, weiß, dass ich auch die Öffentlichkeit nicht brauche. Für mich bedeutet Verantwortung zu übernehmen, aber auch in schwierigen Zeiten nicht davon zu laufen. So, Lars, wir sind offenbar nicht finanziell unabhängig, sonst würden wir den Scheiß ja hier nicht machen. Bald dann. Wir haben aber beim letzten Mal darüber gesprochen, also ich habe das in den Raum geworfen, ob es ein Argument ist zu sagen, für Frank Baumann, ich muss das hier nicht machen, weil wegen der Kohle mache ich das nicht. Ja, jetzt, als hätte Frank Baumann die letzte Folge gesehen, hat er auch bestimmt, sagt nämlich genau ja, das. Ja, hat er sich noch direkt reingetan, bevor er da losgegangen ist zur Rede. Richtig. Ich muss das nicht machen. Und ich finde doch, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das ist ein gutes Argument. Frank Baumann tut das, weil er A, ein absolut reines Gewissen hat, im Zweifel. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja. Und B, weil ihm der Verein am Herzen liegt und er sich der Verantwortung stellen will, sinngemäß Karren doch in Dreck gefahren und jetzt ziehe ich den da auch wieder raus. Ich will das machen, ich laufe nicht weg. Finde ich erstmal geil. Ist eine geile Aussage, finde ich. Ich finde es eine total ungeile Aussage. Warum? Weil ich finde, wie lange geht denn dieses Ich laufe nicht weg? Also das heißt ja quasi, dass ich eigentlich niemals an den Punkt kommen werde, wo ich sage, irgendwie, es funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Sondern entweder ihr schickt mich nach Hause oder nicht. Aber ich laufe nicht weg. Mhm. So. Ist was dran. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Deshalb ist es für mich auch zum Beispiel dieses Baumann raus und so Gebäsche, worüber wir ja beim letzten Mal auch gesprochen haben. Für mich ist das komplett abgekoppelt von diesen Transfers. Also ich kann bei den Transfers zum Beispiel sagen, dass ich die gelungen finde nach hinten raus. Insbesondere, wenn man jetzt auch nochmal so richtig mitbekommt, unter was für Umständen die von Frank Baumann getätigt werden mussten und so weiter. Ich sehe trotzdem nach wie vor diesen völlig, für mich persönlich, völlig ausgebrannten Sportdirektor, der da steht und auch im Laufe dieser Saison in einer schwierigen Situation wieder dort stehen wird und wieder kein gutes Bild abgeben wird. Ich finde, dass der Mann Urlaub braucht. Ich finde,
wirklich, ich meine tatsächlich, du weißt ja, ich teilweise auch irgendwie so Bilder habe, die ich mir dann, wie ich mir das so vorstelle, was vielleicht im Profifußball niemals passieren wird. Aber ich meine vielleicht auch Urlaub, aber der, ich meine, dass der Ruhe braucht, und ich finde nicht, dass sich jemand hinstellen lassen muss, wirklich so in die Fresse bekommt und dann noch sagt, ich laufe nicht weg. Also ich glaube, du und ich, wir haben niemals Frank Baumann unterstellt, dass er das nicht irgendwie mit ganzem Herzen das macht, stimmt, oder nicht irgendwie genug Bock hat oder so. Aber auf mich, auch gestern, ich finde, dass er, ich habe es dann mir mehrfach noch angeguckt. Ich glaube, auf mich hat er dann wirklich auch einen angeschlagenen Eindruck gemacht. So. Ich fand die Rede, er wird niemals ein brillanter Rhetoriker sein, ne? Genau. Aber ich fand die Rede inhaltlich gut, und ich fand das auch, wie er das chronologisch aufgebaut hat, irgendwie hinten raus ja dann auch nochmal die positiven Dinge irgendwie zu benennen. Ich fand das alles gut. Auf mich macht er trotzdem einen Eindruck. Ich glaube, wir kommen nachher zum neuen Aufsichtsrat. Da wurden ja ein paar Sachen geschildert, was es wohl braucht, auch an Mut und an Veränderungen und so weiter. Und ich habe meine Zweifel, dass ein Frank Baumann in dieser Situation, in dem Modus, in der er gerade ist, die Chance hat oder die Mittel hat, so damit zu gehen. Und so, es bedarf doch trotzdem eines Aufbruchs hier. Und den sehe ich, kann ich Frank Baumann nicht so richtig ansehen. Nee, den sieht man ihm tatsächlich aktuell nicht an, da bin ich bei dir, aber ich fand die Rede gut inhaltlich, ich fand sie richtig, sich auch mit der Kritik auseinanderzusetzen. Also ich hatte das Gefühl, dass in dieser Rede mehr aufgearbeitet wurde als nach der großen Ankündigung, wir arbeiten hier mal auf. Davon gehe ich aus, ja. 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 Da hat auch die Rede länger gedauert. 40 Minuten könnt ihr euch noch in der Deichstube auch komplett reindrücken, die nageln wir jetzt hier natürlich nicht komplett raus. Aber ich fand das gut und richtig. So, was jetzt daraus wird, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, weil natürlich wird sich Frank Baumann auch an eben diesen Transfers messen lassen müssen und womöglich auch daran messen lassen müssen, welchen Tabellenplatz, oder nicht nur womöglich, ganz sicher sogar, welchen Tabellenplatz wer da am Ende der Saison hat und ob sie eben die Bremer aufsteigen oder eben nicht. Aber ich für meinen Teil möchte schon behaupten, dass sich Baumann, ja, ich weiß nicht, ob rehabilitiert hat, aber zumindest einen guten Schritt in die Richtung getan hat, um auch bei den Fans, und das zeigt ja auch diese Umfrage, wieder ein besseres Standing zu haben. So, wenn jetzt Roger Assalé und Marvin Ducksch sich in den nächsten drei Spielen nicht mehr behaupten können oder sich irgendwie verletzen, dann ist Baumann natürlich wieder Blödmann. Sag nicht ist, ich, sagen die Leute in Facebook-Kommentarspalten. Sad but true. So, lass nochmal hier über diese Torwartnummer sprechen. Ja. Weil ich glaube, sagte ich eben schon, dass das für Jiří Pavlenka nicht optimal gelaufen ist. Aber was sollen wir eigentlich darüber quatschen? Wollen wir jemanden dazu holen, der sich damit auskennt? Könnten wir machen. Können wir machen, ne? Können wir machen. Experten. Ja, lass das mal tun. Ey, Felix Wiedwald. Geil. Grüß dich. Moin. Hi. Reden wir gerade über Torhüter und dann kommt Felix Wiedwald hier rein. Im Wohnen im Westweserstadion. Wahnsinn. Freuen uns sehr, dass du da bist. Freue mich auch. Wäre das nicht geplant gewesen. wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, deswegen fange ich mal mit einer soften Frage an. Wer ist deine Nummer 1? Jiří Pavlenka oder Zetti? Ja, zur Zeit hat Zetti einmal gespielt, war ja deswegen Nummer 1. Pavlenka ist wieder fit. Ich denke mal, wenn er davon ausgegangen wäre, dass er nicht spielen würde, wäre er ja gegangen. Also ich gehe mal davon aus, dass er wieder spielen wird. Wärst du an der Stelle von Jiří Pavlenka gegangen und hättest die Segel gestrichen? Ich habe ja ein anderes Herzblut, fließt ja in mir, also ich bin ja Werderaner von klein auf und ich wäre natürlich auch nicht gegangen. Würde mich so nicht verabschieden, wenn ich abgestiegen wäre und sicherlich wäre ich geblieben. Dann drücken wir mal die Daumen, dass Jiří Pavlenka sich nochmal zurückkämpft. Jetzt gab es dann ja auch Gerüchte um deine Person für den Fall, dass Jiří Pavlenka weggeht. Komisch bei der Konstellation. Du kennst den Verein, du bist hier ja auch ein Stück weit heimisch. Dass es eben diese Gerüchte gab, dass du vielleicht nochmal zurückkommst. Ich frage doch mal ganz platt, gab es da noch irgendwie Kontakt, gab es noch mal Nachfragen, gab es da Gedankenspiele? Wirst du uns jetzt bestimmt sagen, ne? Ich halte mich ja zurzeit fit bei Werder U23, damit falls irgendwas kommt, dass ich dann voll einsteigen kann und... Ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn Werder wieder anrufen würde, wenn die noch jemanden brauchen. Ich glaube, Baumi hat meine Telefonnummer noch. Und hat er mal angerufen? Hat er mal angerufen zuletzt? Noch nicht. Ich bin mit Christian Vander mal in Kontakt. Ja, okay. Also, um es aufzulösen, gab es die Möglichkeit, dass du jetzt dann tatsächlich nochmal beim SV Werder anheuerst?
Nee, die kam nie in den Raum, da ja, Christian hat mir frühzeitig gesagt, dass ja, auf der Position nichts mehr passiert. Mhm. Also er denkt mal, er ist vom Fach und er kannte sich aus und ich habe immer mal wieder nachgefragt, aber er meinte, es passiert nichts und ich denke mal, wenn irgendwas passiert wäre, dann ja, könnte da was gehen. Hat ja deine Nummer, hast ja gesagt. Wie hast du denn die abgelaufene Transferphase erlebt? War dann ja doch ein bisschen turbulent, insbesondere SV Werder mit den ganzen Verkäufen und dann ja hinten raus auch nochmal Zugänge, Assalé, Weiser. Verfolgst du auch den ganzen Tag irgendwie die Gerüchteküche und guckst dir an, was da passiert? Nee, aber man hat ja mitbekommen, dass es jetzt nicht gerade rosig um die Finanzen steht bei Werder und ja, es war sicherlich auch schwer für Baumi dann. Ja, er musste erstmal Verkäufe tätigen, um dann selber das Geld zu investieren. Ja, Kritik, wie es im Fußball so ist, einmal bist du der Blödmann und wenn du dann wieder was Gutes machst, dann bist du der Beste, hat man dann gesehen am Transfer vom Stürmer Dux, macht 2 Tore am ersten Spieltag und dann von jetzt auf gleich, ja, Baumi wieder gute Transfers gemacht. Ja, so ist der Fußball schnelllebig. Und wie bewertest du jetzt die Transferphase von Frank Baumann? Hat er sich ein Stück weit rehabilitiert? Hat ja, wie Philbri sagt, deswegen kann ich es auch sagen, in die Fresse bekommen, sehr viel. Ja, er ist immer ruhig geblieben, meinte, er nimmt das dann auf seine Kappe. Und ja, ich würde sagen, es war auch nicht schwierig. Es war sehr schwierig für ihn. Mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, er musste erst die Spieler loswerden und konnte dann mit den potenziellen Neuzugängen sprechen. Ja, ich finde, im Laufe der Saison wird man natürlich sehen, was dabei herumgekommen ist. Ob es jetzt gut oder schlecht war, das kann man jetzt am Anfang natürlich schwer bewerten. Um da mal persönlich einzuhaken, in so einer Transferphase oder gerade in so einem Finale von so einer Transferphase, ist das dann, gibt es dann irgendwie, hast du irgendwelche, gibt es eine Order vom Berater, der sagt hier nachts aber jetzt anlassen das Handy und so weiter? Also guckt man öfter drauf als sonst? Nee, das meiste ist dann eigentlich schon vorher geregelt. Wenn es immer knapp wird, dann ist, ich glaube, ist dann ein Transfer gescheitert und dann melden sich bei dem anderen Spieler, du musst dann halt für den Medizinchef abrufbar sein. In meinem Fall jetzt, dass ich ja vertragslos bin, ich kann ja jederzeit wechseln, deswegen ja, war das für mich entspannter als sonst. Wie ist denn der Stand bei dir? Hast du was in Aussicht gehabt? Gab es interessante Sachen, die du dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch nicht machen wolltest? Ja, interessante Sachen waren am Ende nicht dabei, deswegen sonst hätte ich irgendwo unterschrieben. Guter Punkt. Bei mir. Ja. Deswegen sitzt er hier. Ja. Nee, ja, ich hatte ein paar lose Anfragen, ein paar Gespräche geführt. Es war nicht am Ende das Passende dabei. Ja, meine Familie ist jetzt auch schon oft mit mir umgezogen. Ich habe in verschiedenen Ländern gespielt und ja, wir bauen uns jetzt in Pferden auch wieder etwas auf. Meine Größere geht da zum Kindergarten und meine Frau wird sich natürlich wünschen, dass ich jetzt nicht mehr sehr weit umziehe und dass die ganze Familie mit muss. Und ja, wir suchen eher was in der Region, deswegen, was auch schwierig ist, dann sehr verständlich. So viele Vereine zur Auswahl stehen. Dann frage ich jetzt mal maximal platt, wie ich es die ganze Zeit schon gemacht habe. Musst du denn eigentlich noch? Du könntest doch jetzt auch einfach sagen, ja, dann eben nicht. Und dann baue ich mir da im Pferden eben das Familienleben auf. Und ja, dann, Fußball war schön, aber reicht doch noch. Ich muss nicht mehr, aber ich will noch. Es macht mir noch Spaß. Jetzt am Samstag habe ich, ja, soweit ich schon gekommen war, wäre das Traditionsmannschaft mitgespielt. So alt bist du ja, auch noch nicht, oder? Ja, die brauchen eine Neuverpflichtung, weil Tim nicht konnte. Und ja, da habe ich gemerkt, endlich am Wochenende mal wieder loszukommen und auch wenn es halt mit den Altherrenmannschaft war. So weit ist das ja aktuell auch nicht auseinander. Ja. Sagen, ne? Hallo, ja, Werder hat jetzt die zweitjüngste Mannschaft der zweiten Liga. Hast du recht. Also völlig, ja, völlig fehl. Ich habe wieder nach hinten geguckt. Mein Problem ist, ich gucke zu viel nach hinten. Ja, aber ich habe gemerkt, es macht mir noch Spaß und ich will es noch. Ja, ist doch cool. Dann drücken wir die Daumen, dass du dann vielleicht noch wirklich was findest. Aber du bist doch Werder-Fan, oder nicht? Ich bin Werder-Fan, ja. Wie hast du dann so die letzten Wochen erlebt, also das 13-0 gegen Hansa Rostock? Sitzt du dann auch da und machst die Säge und vom Fernseher? Oder du warst sogar im Stadion? Ja, deswegen hat Werder ja auch gewonnen, weil ich im Stadion war. Davor, ich weiß nicht, wie viele Heimspiele da nichts geholt wurde. Und ja, da war ich seit langer Zeit mal wieder im Stadion. Ich war mit meiner größeren Tochter da und ja, war ein schönes Erlebnis. Klar, sicherlich habe ich mich da gefreut, weil ich bin als kleiner Junge schon in die Ostkurve gekommen und ich habe auch immer mitgelitten, wo ich jetzt mal in meinen anderen Stationen war, wenn es bei Werner nicht lief. Und also liegt es an dir, ja gut. Dann hast du da im Kalender hoffentlich geblockt, die nächsten Heimspiele. Ja, gegen den HSV wäre ganz wichtig, das ja wohl dass das du da bist. Ne? Ja, einer von uns, ne? Hast du gemerkt. Ja. Wenn ich an Karten komme, dann bin ich da.
Magst du eine Prognose abgeben, was wieder da drin ist? Gibt ja immer das Thema, steigen sie direkt wieder auf, Wiederaufbau, Vor-Wiederaufstieg. Was meinst du denn? Für einen Bundesliga-Absteiger, für Werder Bremen, das muss das Ziel sein, aufzusteigen. Für mich bringt es jetzt nicht darum zu reden, ja, wir wollen neu anfangen oder Neuaufbau. Ja, das sagen die anderen Vereine auch, die schon länger in der zweiten Liga spielen, Hannover oder Nürnberg oder Hamburg, die wollen reden davon. Aber ich denke mal, von allen ist das Ziel, aufzusteigen. Das muss auch das Werder-Ziel sein. So, dann nehmen wir so. Das tüten wir ein jetzt. Tipptopp. Sag mal, hast du Bock auf ein Spiel? Auf jeden Fall. Cool. Dann machen wir eins. Wir haben uns ein richtig gutes Spiel ausgedacht. Ich muss das hier mal eben aufrufen. Sekunde. Und zwar, ihr kennt sicherlich alle Wimmelbilder. Lars habe ich vorher gesprochen, der hat keine Ahnung, was Wimmelbilder sind. Das ist wieder völlig falsch. Ich kannte dieses Buch nicht. Ja. Wo ist Walter? Kennt man vielleicht. Blenden wir vielleicht mal hier kurz ein. Das ist Walter. Und jetzt haben wir uns einen richtig dummen Namensgag ausgedacht. Du heißt Wiedwald. Spielen wir, wo ist Wiedwald? Ter. So, einmal hier der Kollege Wiedwald, einmal der Kollege Wiedwalter. Und ich habe Jingle, eigentlich haben wir immer Jingles vorbereitet, haben wir heute nicht, deswegen mache ich den jetzt manuell. Freut ihr euch richtig drauf, ne? Wo ist Wiedwald? Ter. Badabsch. Wie war's? War geil? Ah, gut, okay. Wir steigen jetzt, kam nächstes auch hier in der Runde bei unserem 40-köpfigen Produktionsteam nicht so richtig geil an. Steht drüber. Ist für mich in Ordnung. Aber wir legen mal los. System ist bekannt. Ne? Es gibt ein Bild mit ganz vielen Köpfen drauf und wir suchen den Wiedwald auf diesem Bild. Mit einer grün-weißen Mütze auf. Nicht so schwierig, kriegt ihr hin. So. Sehen wir das Bild auch irgendwo? Oder? Ja, kommt doch. Nur ich habe den Computer hier so. So. Können wir einmal groß machen? So. Wollt ihr mal suchen? Wer hat es schon gefunden? Ich habe noch meine Brille mitgenommen. Wir sind hier dreifach geimpft, alle dreimal das Bremer Recht. Ihr könnt natürlich zu Hause auch mitraten. Da ist er doch. Lösen auf. Da ist der Wiedwald. Knappe 5 Sekunden. Ja, das wird ja vielleicht auch schwieriger. Können wir mal so gucken. Hier, zweites Bild. Verändern sich meine Frisuren auch, oder? Nein. Der ist nämlich nicht ganz so leicht, ne? Oh. Könnt ihr noch mal gucken? Ja. Was drückst du da drauf? Das ist doch Quatsch. Hast du das Bild schon vorher gesehen? War auch noch Quatsch. Also war völlig falsch. War falsch? Ja, total falsch. Völlig sicher. War mir völlig sicher. Nee. Das war's nicht. Wir hauen die natürlich auch in die Shownotes und bei Instagram raus, sodass ihr zu Hause mitraten könnt. Wir jetzt den Wiedwald oder ja, den Wiedwald? Der Wiedwald ist nämlich hier. Ja, da ist der Wiedwald, der mit der Mütze. Stark, Felix. Sehr stark. So, einen haben wir noch. Wir wollen das nicht überstrapazieren. Aber einen machen wir noch. Ich weiß gar nicht, ob der schwieriger ist oder nicht. Eigentlich wollte ich das steigern, aber man mag es mir nachsehen. Klappt auch nicht immer alles. Ja gut, der ist einfach. Der ist einfach, ne? Ja, versteckt. Ja, ja, mega Spiel, ihr habt richtig Spaß gehabt. Das ist ein krasser Spiel-Creator, du bist, ey. Cool, ne? Ja, richtig geil. Ja, und damit haben wir den Climax hier erreicht. Ja. Tatsächlich. Toll. So, noch irgendwelche Fragen an Felix, wo wir den mal hier haben? Ja, Lars, wieder völlig unvorbereitet hier. Überhaupt nicht unvorbereitet. Hier aufgetaucht. Alles abgehakt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du hier warst, Felix. Das war schon, bist schon durch. Also ging ja fix. Ja, ne? Ich habe mir auch eine längere Sendung vorbereitet. Ja, wir machen gleich noch dies, das machen wir gleich noch hinten raus. Irgendwie, gucken wir mal. Ja, wir hoffen, ihr hattet alle richtig Spaß dabei, so wie Felix und Lars und ich. Und dann beim nächsten Mal dann vielleicht wieder mit einem besseren Spiel. Kannst du dir auch mal eins ausdenken? Würde ich dann, ja. Würde ich auf jeden Fall. Nach heute definitiv. Cool. Vielen Dank, Felix. Bitte. Hat mich gefreut. Merci. Alles Ebenso. Gute. Danke. Auch in Pferden. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Das war Felix Wiedwald. Geil, ne? Cooler Typ. Schön, dass er den ganzen Bums hier mitgemacht hat. Finde ich super. Herr Werderaner. Durch Pferdener Bauherr. Und durch und Pferdener Bauherr. Wollen wir noch über die Frikadellenveranstaltung sprechen vom Sonntag? Sehr gerne. Aufsichtsratswahl, Mitgliederversammlung, 9 Stunden 47 Marathon. Minuten. Mammut-Mitgliederversammlung. War heiß hier auch, ne? Da wurde wieder die Sonnencreme ausgepackt. Ja. Ich weiß nicht, wie das
gewesen sein muss. Ich wäre gern dabei gewesen, hatte einen anderen Termin, wo ich nicht wirklich weg konnte. Habe es nur mit einem Auge verfolgt und habe gedacht, so um Gottes Willen, da wurde ganz schön gebrutzelt. Ja, hier werden nicht nur Hähnchen gegrillt, aber wir sollten mal wieder jemanden fragen, der sich mit der Thematik besser auskennt als wir beide, bei so vielen Themen. Wäre doch ganz cool, wenn Björn Knips, der diese Veranstaltung komplett mitgemacht hat, 9 Stunden 47 Minuten und darüber hinaus, wenn der jetzt hier einfach mal reinmarschieren würde. Als wäre das vorbereitet. Hallo! Knipser! Cool, dass du da bist, hier in der Loge von Florian Wellmann Immobilien. Mensch, was ein Zufall! Toll! Immer noch da? Ja, klar. Mitgliederversammlung, 9 Stunden 47 Minuten. Was ein Marathon! Wahnsinn! Wir wollen darüber sprechen, über die Wahlergebnisse, über die zukunftsweisenden Entscheidungen des SV Werder Bremen. Und da bist du jetzt unser Experte, weil Lars und ich haben davon bekanntlich nicht so viel wenig, Ahnung. Wenig. Ich fange mal, wie so oft, mit einer sehr guten, handwerklich sehr guten Frage an zu dem ganzen gesamten Themenkomplex. Wie gut ist diese Wahlentscheidung, sind diese Wahlentscheidungen für den SV Werder Bremen, für die Zukunft des SV Werder Bremen? Wollen wir einmal kurz die neuen Mitglieder? Schön, dass du Fragen stellst, die auch nicht mehr auf die Antwort hatte. Aber ist egal, mach nichts. Einmal kurz aufzählen, bitte. Du oder ich? Ja, du bitte. Ach so. Ja. Du warst ja da. Harm Ohlmeier, Adidas Finanzvorstand, hat die Wahl gewonnen sozusagen. Die meisten Stimmen bekommen? Wie erwartet. Ja, Top-Favorit. Wobei er sagte hinterher, er sei durchaus nervös gewesen, weil wenn du so da oben schon bist am Anfang, dann sind auch einige schon abgeschlossen. Ja, wenn du ganz oben bist, kannst du tief rein. Das Ergebnis war für ihn völlig zweitrangig, er wollte unbedingt da rein. Das wollte er auch und das will er auch. Aber er will nicht, das noch eben als Info, nicht Vorsitzender werden. Ja. Deswegen wird auch spannend, wer da Vorsitzender wird. Noch. Das wirst du uns ja auch gleich erzählen. Gut, so. Dann Ulrike Hiller, nachgerückt, weil man sie unverständlicherweise auf die Ersatzliste gestellt hat. Die einzige Frau, die man überhaupt in dem Kreis hatte, macht man auf die Ersatzliste. Das muss mir... Das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema. Genau, machen wir nicht. Die ist dabei, SPD-Politikerin, sehr erfahren. Und Juristin. Genau, Mediatorin, haben wir auch noch geklärt. Dann Dirk Wintermann, für viele die Überraschung des Tages, dass der es geschafft hat. Der erste Vorsitzende vom TSV Großen Kneten. Mhm. Ja, aber hat den größten Werder-Fanclub hinter sich gehabt. Der Fanmann, wenn man der so Der Fanmann, kann man ihn so nennen. Ja? Und so ein bisschen so ein hemdärmeliger Familienunternehmer mit einer Tischlerei. Finde ich irgendwie ganz cool. Mal schauen, was der mit dem Aufsichtsrat macht. Ja, und dann noch Dr. Florian Weiß. Der Digitale, könnte man ihn nennen. Sehr sympathisch. Ich habe ihn gestern kennengelernt. Hatte ihn schon vorher mal telefonisch kennengelernt. Und gestern auch einen guten Auftritt. Kommen wir zu meiner Frage zurück. Sind das die vier, die Werder braucht? Ja, ich finde, man kann natürlich darüber streiten, ob diese sieben Kandidaten, die letztendlich zu weit standen, ob man da nicht hätte noch gucken müssen, noch ein paar andere Kandidaten zu haben. Vor allem diese Fußballexpertise, das ohne die schlechten. Dann haben wir dieses Thema aber. Vorauswahl ist diskutabel. Genau. Wobei Harm Ohlmeier zum Beispiel sagt, er braucht so eine Fußballexpertise nicht speziell in einem Aufsichtsrat. Das kann man sich auch noch by the side, oder wie man das nennt, dazu packen. Ja, also Side Orders. Side Orders, genau. Oder Side Orders. Das ist hier sowieso eine interessante Frage, die mich auch beschäftigt, ob jetzt auch vielleicht einfach auch mal Leute in diesem Aufsichtsrat sind, die gegebenenfalls sich einfach als Add-on irgendwie Expertise dazu holen. Ne? Die sagen, okay, ich kann was bestimmt. Das ist ja das erste Geschrei, ist kein Sportler, keine sportliche Expertise drin. In anderen Fällen war es schon keine wirtschaftliche Expertise drin. Ja, kann man sich ja gegebenenfalls. Hauptsache Expertise drin. Ja. Ne? So. Ja, man hatte ja am Anfang das Gefühl, dass die Kandidaten nur ausgewählt sind, hauptsächlich haben wirtschaftliche Kompetenz. So, genau. Und jetzt hat der Fan oder das Mitglied, nicht die Fans, die Mitglieder haben doch ein bisschen anders entschieden. Und nicht, dass der Grindermann keine wirtschaftliche Kompetenz hat. Der hat eine Tischlerei mit 45 Mitarbeitern, die sind auch nicht ganz so klein. Aber es hat nicht der Großunternehmer. Ja. Der bringt so die Fansache mit rein. Der hat mit vielen Fanclubs gesprochen. Das finde ich. Und auch mit anderen Fanvertretern hat sich auch auseinandergesetzt. Finde ich spannend. Und dann halt Ulrike Hiller, die mal so ganz von der Seite so ein bisschen reinkommt. Ich glaube, das schadet so einem Gremium nicht, dass jetzt auch endlich mal, finde ich, Strategien und Visionen entwickeln muss. Also nichts gegen Marco Bode und die Kollegen, die das davor gemacht haben. Ich will die jetzt auch nicht verteufeln, weil sie waren ein Kontrollgremium, aber mir hat so ein bisschen dieses, wo sind dann die Visionen? Marco Bode hat sich ja hinterher noch hingestellt und hat gesagt, so, das sind meine Thesen, dass der strategische Partner muss her. Ja, aber man hat ja auch Zeit gehabt, den zu finden. Also
ich würde mir jetzt wünschen, dass es vielleicht nochmal ein neuer Schwung reinkommt, ohne dass ich die anderen schlecht machen will dabei, aber wenn man dann zurücktritt und neue kommt, dann hofft man sich ja schon nochmal, dass der andere Schwung reinkommt. Und auch in den Bewerbungsvideos ja schon, die vom Verein ja veröffentlicht wurden und dann jetzt auch in den Reden bei der Veranstaltung, besteht ja zumindest leise Hoffnung, dass es dort visionäre Gedanken gibt. Genau, also. Und da muss man, da wir ja positiv denkende Menschen sind, also ich bin es auf jeden Fall. Ja, klar, wir nicht. Ich hoffe auf jeden Fall darauf, dass das dann auch mal was passiert und nicht wieder nur das Worthülsen sind. Ja. Und das weißt du halt vorher nicht. Und das, ganz ehrlich, das kann ich auch nicht einschätzen. Nee, wie denn auch. Aber hast du das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht? Was passiert mit dem SV Werder in den nächsten Monaten, Jahren? Wohin geht die Reise denn? Ja, die wird auf jeden Fall Richtung erste Bundesliga wieder gehen. Auf jeden Fall? Also ich glaube, dass du, also mit der Mannschaft... Ciao, Lars! Nee, ganz cool. Also, ich sag so, die spielen oben mit und werden Dritter. Okay. Relegation. Aber sie müssen da oben auch mitspielen. Also ich finde die ersten sechs und dann ist auch eine Saison, in der hinter Vierter, Fünfter wirst und das ist so eine enge Kiste, zwei Mannschaften, die da nicht hingehören, aber einfach super performen. Und dann bist du aber da oben mit dabei, dann ist das eine gute Saison. Natürlich möglichst mit dem Aufstieg, weil du musst in diesem oder spätestens im nächsten Jahr musst du aufsteigen, weil sonst wird das hier richtig, richtig schwierig. Aber das weiß auch jeder, da braucht ja niemand Experten. Doch, Haken dran, nehmen wir, ja. Eingekauft. Lass uns noch die Runde User fragen Loser spielen. Genau. Wir in dem Fall die Loser, du bist genau. Der Experte, du bist absolut. Ein bisschen ausgenommen. Icke Picke hat da sicherlich wieder ein paar interessante Fragen mitgebracht und du bleibst gerne da, weil du uns an der einen oder anderen Stelle bestimmt helfen kannst, wenn wir mal wieder sprachlos sind, so wie man das von uns kennt. Orgel den Jingle raus. Cool, there we go. Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges, das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. So, User fragen Loser. Du kennst das Spiel? Absolut. Es ist kein Spiel. Es geht hier um reine Expertise. Es ist immer sofort bei Schlimmer spielen. Das ist natürlich die totale Wirklichkeit. Michsa77 fragt, gute Transferphase, also ist keine Frage, gute Transferphase, Punkt. Viel Geld eingenommen und gute Spieler für wenig Geld geholt. Wie steht ihr zu den Transfers? Welcher ist für euch der Königstransfer? Oh, geil, willst du eröffnen? Fang mal an. Ja, Marvin Ducksch natürlich. Also da brauchen wir nicht... Gibt er hier, den habe ich jetzt gerade weggelassen, gibt er auch tatsächlich schon Wort tatsächlich Duxch oder doch Rapp? Nein, dann eher, also wenn, also Marvin Duxch, nichts gegen Rapp, nee. Wichtige Rolle spielen da im echt, ist das so? Aber dann hätte ich natürlich Mitch, auch eher Mitch noch Weiser, mit Schweizer zu kriegen, das ist ein Erstligaspieler. Den wollen doch keiner haben. Ja, weil der, manchmal ist das so, dass die Positionen dicht sind bei dem Verein und der kostet ein bisschen was und schwierig gewesen, nicht so gelaufen zuletzt. Und dann hast du manchmal dieses Glückchen ja, und dann kriegst du den. Dein Top-Transfer, demnach auch, Marvin Ducksch? Mhm. Ja, ich will jetzt irgendwas anderes sagen. Also dann sage ich jetzt sag irgendwie, ich sage jetzt Asale. Das stimmt. Marvin Ducksch ist der Transfer, wo ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt, wenn Werder den zu dem Zeitpunkt so transferiert, wie sie es gemacht haben, dann ist es genau das Regal, wo wir uns irgendwie aktuell drüber freuen können. So. Hannover offensichtlich auch, Hannover. Aber das steht noch auf einem anderen Blatt. Dann sage ich jetzt Asale, weil man über den, also ich zumindest noch nicht ausreichend viel weiß. Aber und, Werder wusste ganz viel darüber. Und seit Jahren gescoutet. Ja. Sehr interessanter Spieler und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie der dann abliefert. Vielleicht ja schon gegen den FC Ingolstadt. So, und deswegen sage ich, das ist der Interessanteste. Bei Marvin Ducksch weiß er halt, was du kriegst. So, also im Zweifel. Ja. Ja. Nächste Frage, Basti88, wie seht ihr den Verbleib von Friedel? Also es ist tatsächlich eine sportliche Frage zu Friedel. Da er meiner Meinung nach nur als Innenverteidiger in Frage kommt, frage ich mich wohl, wie die Aussichten für Lasse Mai sind. Ich will da kurz direkt einsteigen, weil wir den in unserer Aufstellung ja auch hinten links aufgestellt haben, weil einfach die Innenverteidigerpositionen so gut besetzt sind mit Toprak und Veljkovic und eben als Backup Lasse Mai. Oder auch ein Anthony Jung, der ja auch hinten links gespielt hat zuletzt, also auch spielen kann. Glaube ich auch, dass Friedel eigentlich in der Endverteidigung besser aufgehoben ist, aber ich glaube, da aktuell sieht er da nicht allzu viel Sonne. Mhm. Und um die Frage dann vielleicht auch mal zu beantworten, Lasse Mai, habe ich hier in einer der letzten Folgen irgendwann gesagt, ist für mich einer der Top-Transfers, weil das natürlich scheint der FC Bayern irgendwie bis hier ins Wohnen ins Westweserstadion. Ist dann doch sehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben, muss aber ja noch nichts heißen. Ne? Also muss ja auch erstmal vielleicht in Tritt kommen. Aber ja, hat irgendwie gerade so ein bisschen die Arschnase auf, oder nicht? Ja.
Ja, ob ich das so schreiben würde, nein, aber Friedel, linker Verteidiger, boah, ich, das, nee, also das haben wir jetzt, selbst in der zweiten Liga hat das nicht funktioniert. Also maximal mit Dreierkette spielt der Trainer aber nicht. Also von daher. Ja, aber nimmst du jetzt irgendwie Toprak, nimmst du auf keinen Fall raus, nein, nimmst du Veljkovic raus? Raus, ja. Ja. Aber ich bin bei der Personalie Friedel, weiß nicht, habt ihr da schon drüber gesprochen? Ja, wir fanden es eine scheiß Aktion, hat sich semi entschuldigt und ja, muss man jetzt mal, also wir drücken schon die Daumen, dass er das irgendwie wieder gekittet kriegt. Aber wie kriegst du das als Innenverteidiger gekittet? Also, da, also wie, wenn der Stürmer ist, macht der nächste Woche ein Tor und alle, ja. Also wir auch. Ja. Und wir vor allem. Ich glaube trotzdem dran, dass er das eine gute Leistung dort auch dann vielleicht nicht so schnell oder ad hoc gekittet kriegt, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der Fan da darüber hinweg sieht. Was ich aber auch gesagt habe, ist, dass du das natürlich immer mit dir trägst. Und es wird dir eigentlich hundertprozentig dann irgendwann aufs Brot geschmiert, wenn es dann nicht läuft. Ne? Und es wird ja die Phase kommen, gerade dann, da hast du wieder recht auf der Position, wird ja die Phase kommen, wo dann, und da reicht ja wahrscheinlich der eine Fehler und nicht eine Phase. Und dann wird dir das wahrscheinlich relativ schnell wieder ans Revers geheftet. Hat Arne Zeidler gut gesagt in einem Statement, sagte, was verbindet man mit Usman Dembélé? Den Streik. Vor dem Wechsel zum FC Barcelona. Aber war danach nochmal irgendwas? Nö, ich glaube, der war dann auch einfach nicht mehr so durchschlagskräftig, wie man das Feld meinte. Es wird, mal, das, es wird genau, wenn du Helmer hörst, weißt du von Turmtor, Dembélé, weißt du Streich. Ja, so, und wenn du uncool. Sofort dich entschuldigst und das nur so halbgar machst, ja, bin ich auch da. Du hast nur diese eine Chance, da sofort hinzugehen und sagen, war Mist. Ja. Und, aber wenn du das nicht machst, aber. Doof gelaufen. So sieht's aus. Wir gehen nochmal auf die Mitgliederversammlung. Mr. Timsen sagt, Philbry hat sich in der Mitgliederversammlung extrem stark für Baumi gemacht. In seiner Rede zu Verständnis aufgerufen und auch Baumis Rede hat mich echt beeindruckt. Nicht nur, wie er den Hate hingenommen hat, sondern auch, wie er die Fehler eingestanden hat. Ging es euch auch so? Oder habe ich mich von den Redeskünsten, da muss ich bei Baumann wirklich widersprechen. Ich glaube, da würde er sogar selber widersprechen. Also ich glaube, die Frage ist klar. Ist das jetzt, du sagst ja auch, du sprichst heute, glaube ich, hast auch dreimal fast rehabilitiert oder so gesagt. Ja, ja. Hat das gestern mit euch irgendwas gemacht, beziehungsweise war das für euch eigentlich eh kein großes Thema, diese Baumann-Kritik? Hat das gestern irgendwas verändert? Nee, verändert nicht, weil ich wusste, dass Baumann so denkt und er uns das ja auch schon mal alles so erklärt hat. Also jetzt hat er es noch ausführlicher gemacht, aber uns hat er das ja alles schon mal gesagt. Und ich glaube, er hat auch in der Rede gesagt, ich habe das ja schon nicht mehr erkannt, auch wenn ihr es nicht mehr hören wollt. Aber nein, das war gut. Er muss mich auch nicht blenden. Er hat ja in vielen Sachen recht. Und ich finde es auch gut, wenn Menschen Fehler zugeben, aber du kommst irgendwann an so eine Schwelle. Und die finde ich echt gefährlich, weil dann wird es ein Totschlagargument. Mhm. Wenn ich alle Fehler immer eingestehe, dann habe ich das Recht, immer weitermachen zu dürfen. Marco Bode hatte auch so eine Tendenz in seiner Rede dabei. Wir wissen ja nicht, in dem Moment entscheiden wir mal besten Wissen ja. Und Gewissen. Also, man muss irgendwann mal gucken, machst du mehr Fehler oder machst du mehr richtig? Aber grundsätzlich Frank Baumann es geschafft, das Publikum, also die Mitglieder mitzunehmen, das zu erklären. Und jetzt ziehen wir das, der Verein zieht das nochmal durch und ich finde es jetzt auch richtig. Hat Baumi dich getoucht? Wir haben, glaube ich, schon kurz darüber gesprochen, aber ich behalte meistens nicht, was du mir erzählst. War es touchy für dich? Hat es dich gecatcht? Nee, es war für mich nicht. Ich fand's angemessen, wie er das gemacht hat. Und ich weiß ja auch, dass er deshalb ja auch diese Verwunderung oder Halbverwunderung, wenn er dann sagt, ich habe das ja alles schon tausendmal. Also für ihn ist das ja eigentlich völlig klar. Und für ihn ist völlig unverständlich. Er weiß, wie die Mechaniken sind und er weiß, wie Fußballfans sind und so weiter. Aber eigentlich denkt der Alter, da habe ich lange einen Haken dran. Die Situation ist doch klar. Holt euch mal die Papiere, guckt da mal drauf, hört, was ich sage, hört, was der Verein sagt. Dann muss doch eigentlich klar sein, was hier Phase ist. So funktioniert aber leider diese Fußballwelt nicht. Ich fand das gestern sehr angemessen und ich fand auch, dass er einen guten Ton getroffen hat und so weiter. Und ich bleibe aber trotzdem dabei. Auf mich wirkt er echt... echt angeschlagen und ich würde ihm gerne ein paar Monate was anderes gönnen irgendwie. Völlig angemessen. Und auch in seiner, genau wie bei Philbry, der geht ja jetzt irgendwie rum, dieses Zitat mit irgendwie, die haben den Baumann in die Fresse gehauen. Das kann man schon mal machen, finde ich, bei so einem Anlass. Also fand ich alles gut. Das fand ich übrigens bemerkenswert, weil Klaus Philbry ist eher nicht der solche Sprüche macht oder solche Aussagen macht, um dann stark dazu stehen. Das ist nicht sein Ding gewesen bislang in der Vergangenheit. Muss er sich auch oft vorwerfen lassen, ne? Dass er sich dann eher weggeduckt oder er war dann einfach nicht da.
wo dann vielleicht früher mal ein Klaus Allofs, ein Boan oder so mal deutlich wurde. Ja. Das hat er selten gemacht, diesmal hat er es getan. Aber da siehst du auch, aber das siehst du auch, glaube ich, und das ging, glaube ich, wirklich auch in Richtung und auch als Honorar für seinen Partner in Crime da, für seinen Kollegen, wie groß dann da doch der Druck unter der Glocke ist. Ne? Und ich mache alle sagen immer, das ist nur Werder und so. Also, da war der Druck groß. Also das hast du bei Philbry gemerkt, das hast du auch bei Bode gemerkt und so weiter. Die haben da schon nochmal alle zusammen irgendwie abgeliefert und haben einfach auch nochmal zusammen den Frank versucht zu rehabilitieren. So, ne? Ja, bei Marco Bode hast du natürlich ganz deutlich nochmal gespürt, was für ein Herzblut. Ja. Also der, man kann ja alles kritisieren, der hängt mit dem Herzen, dem tut das. Der wusste gestern, es ist vorbei. Ne? Das war's. Ne? Das hat er sich irgendwie auch alles anders vorgestellt. Ne? Vielleicht alle mal gemeinsam auf die Hüpfburg. Warum auch immer. So, hast du noch einen? Einen habe ich noch, das ist auch der letzte. Hast Termine, muss los oder was? Hast keinen Spaß hier dran? Dann richte ich das nicht aus. Ja. Aber jetzt gibt es nochmal was Sportliches. Ja. Dutsch oder Lücke, wer hat am Ende mehr Buden? Müssen wir das wirklich beantworten? Oder? Komm, einer muss immer auf Lücke setzen. Du bist doch... Ich bin der größte Lücke-Fan, wo gibt. So, und ich breche jetzt nochmal, ich breche oder werfe, könnt ihr euch aussuchen, nochmal eine Lanze für Lücke. Der Knoten wird platzen und natürlich wird er dann Tore machen. Aber ich glaube auch, dass du den 3,2 Millionen Mann, selbst wenn Lücke als Einwechselspieler mal ein paar Tore macht, den wirst du halt nicht wieder rausnehmen. So, und deswegen wird es ganz schwierig für Lücke, das nachzuweisen, dass er womöglich genauso gut ist wie ein Marvin Ducksch. Ja. Und deswegen, glaube ich, wird am Ende der Saison der mehr Tore machen, der öfter spielt, und das wird Marvin Ducksch sein. Also wow. Wünschen wir uns eigentlich top. Quasi, Marvin Ducksch zieht durch und Lücke wird der geilste Joker irgendwie der Liga sein. Das wird auch super. Das wird auch super. So ein Nelson Valdez-Verschnitt. Der reinkommt. Der eingewechselt wird und so neuerdings dann. Wo ist der neue Nelson Valdez? Kann doch vielleicht dann mal Lücke werden. Nelson Valdez, Niklas Füllkrug, sehr ähnlich. Typen. Ja. Spielertypen auch. Ja, schön. Nee, passt. Da möchte ich nicht. Wollt ihr das noch beantworten? Oder nein. Nee. Komm, hast du noch einen kurzen noch? Ich habe noch einen. Einen kurzen noch. Hanse Homer Jay sagt, welcher Abgang, sagt schon, außer Theo, tut euch persönlich am meisten weh? Rein sportlich, Sergeant. Ist ja klar. Aber jetzt hast du ja Marvin Ducksch. Wird ja alles besser, wenn er denn gesund bleibt. Bei dir, Björn? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles weggegangen ist. Also Rashica ist es vermutlich nicht. Rashica nicht. Ja, Maxi Eggestein hätte ich mal eine lange Zeit gesagt, aber irgendwie... Ja, hat man sich ja 3 Jahre angeguckt, war ja irgendwie nicht mehr so. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht so. Das ist so... Nee, Theo dürfen wir nicht sagen. Björn vermisst keinen. Cool. Was bei dir, Lars? Aber bei mir wäre es eigentlich, glaube ich, immer noch Florian Kohfeldt, weil ich glaube, das ist... okay. Einfach, dann werfe ich auch noch Philipp Bargfrede rein. Ich würde Holger Berger dann noch nehmen. Cool, okay. Es führt hier mal wieder zu nichts. Ich denke, wir beenden das an dieser Stelle. Bleibt uns nur noch zu sagen, fette Bewertung reindrücken, nur 5-Sterne-Bewertung. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Instagram, YouTube, Twitter, überall, auch wenn man nicht bewerten kann, immer 5 Sterne da lassen, alles andere wird gelöscht. Die haben jetzt schon abgeschaltet, alle? Die haben ja schon, seitdem du da bist, haben die schon längst abgeschaltet. Aber ich ziehe jetzt einmal weiter durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Schön, dass du warst da, Björn. Ja, wundert man sich, ne? Kleines Star Wars und auch toll, dass Lars ist jetzt ja wieder regelmäßig dabei. Hat ihn ja ziemlich umgehauen, ist er wieder da. Toll, freue ich mich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auch. Tschüss. Wollen wir einen Knopf drücken? Drücken wir, ne? Ja, reicht Ciao. Jetzt auch. Ciao. Ciao. Grüner wird's nicht. Das war's für heute. Und jetzt lassen wir wieder die Experten ans Ruder. Bis zum nächsten Mal bei #Deichfumms, dem Podcast der Deichstube.